Leute, ich bin's wieder, euer Agro-Armee, und ihr seht's wieder. Ich habe die Oculus auf dem Kopf, die neue Brille im Gesicht, und heute spielen wir in ein Experience. Ihr seht's hier unten, Blade Runner 2049 Memory Lab. Ist ein Experience-Game im Oculus Store zurzeit umsonst. Also zieht's euch runter und spielt es. Ich werde das jetzt kurz für euch mal antesten. Ich werde nicht sehr weit spielen. Also ich werde ein bisschen spielen, aber nicht sehr weit, damit ihr es zu Ende spielen könnt. Ja, wir steigen dann gleich mal ein. Und beginne Experience steht hier schon. So. Hold. Also ich soll die 3 Sekunden halten, um das zu kalibrieren, wo ich wirklich stehe. So. Es geht darum, dass man ein Blade Runner ist und man ist so eine Art, ja, ich will mal sagen, man muss irgendwie was aufdecken oder seine Erinnerung verändern, weil sie ist diejenige, die uns ins Spiel bringt. Your recent retirement has been cited for forensic memory review by the Los Angeles Police Department. Memory analysis will take place in a Wallace Corporation memory reconstruction facility under my Hollow supervision. As a Joytech model, I am engineered to ensure the security of your data. You will be asked to recall the memory in question. Using the Stellium scanner, I will extract this memory from your mind for holographic viewing and analysis. As a replicant, your memories are the property of the Wallace Corporation, licensed to the Los Angeles Police Department. Interference in this process will lead to immediate retirement. Meine Erinnerung gehören dem? Do not speak during the memory extraction and analysis. Follow all instructions carefully. Improper response to the Stellium scanner can cause permanent damage to memories and neural tissue. And don't worry. The process is painless, provided you follow all the instructions. Don't worry, be happy. Ja. Ja, wir fliegen in so ein, ja, fliegendes Auto oder was das ist. Oh. Hallo, da bist du ja wieder. I've never met a Blade Runner before. Ich bin der Blade Runner. So, okay. Memory extraction in progress. Jetzt wird mein Gehirn gescannt oder meine Erinnerung. Extracted memory ready to view. Soll ich da jetzt reingucken? Meine Hände sind weg. Go ahead, have a look. Ich will da nicht reingucken. Oha. Loading memory. Memory data bank. Also meine Erinnerungen werden. I assume this looks familiar. Okay. You chased a replicant through Baby's Bar. You chased him to an alley. And then when you cornered him. Ich habe ihn in die Ecke getrieben. What is this? No. What are you doing? I'm no replicant. Was? Wieso? Wieso habe ich geschossen? In den Bauch. Wieso habe ich geschossen? Oh, not exactly by the book. Hm. I could use a little more data here. Stay still. I'll turn the scanner back on. Okay. Now stay focused on the perpetrator, please. Ich schau ihn doch an. Now maintain that focus for me. Ja. It's coming in. Ne? Was passiert denn jetzt? Who do you think you are? Ich bin Agro-Ami. You're in a different memory. Okay. Kann aber nichts beeinflussen. Wo? Raum ist geil. Standard procedure for retirement debrief is that you tell us if you know the replicant. You know that. Ich weiß, ich kenne den nicht. Holding two memories in your mind at once produces dissonance and interferes with the Stellium memory transfer. Doesn't matter. Fortunately, I was able to save both memories to my system, but the interference means that the memories have been erased from your mind. Nobody erased anything from my mind. So you have a memory of this replicant attacking you, but then you met him again today and you retired him. And okay. You didn't follow procedure. You didn't even check for replicant ID. You just no, I didn't. Retired him. Why? Which is totally against your training and your genetic profile. Doesn't matter. Something does seem off here. No. I have enough data to reconstruct your memory. Let's go in and take a look. Okay.
welcome to your memory. That memo will let you control the simulation. Das sind Fußspuren. Das hat bestimmt was zu bedeuten. To move around, point the memo where you want to go. Ist ein Loch. Push the control stick forward. Try also, es ist nicht nur eine Experience. Ich kann mich bewegen. To teleport, aim at the blue node and press forward on the control stick. Okay, ich bin. Spin the control stick to change your perspective when you complete. Das ist auch ein Loch. Good. Let's get a closer look. Ja. Who do you think you are? Agro-Ami. Ja, seht ihr, ich habe eine Bindehautentzündung. You want to know what you are? Ich weiß, was ich bin. Ich bin ein Blade Runner. A sotweed skin job. Oh, aua, aua, aua. Was soll das? Come, ye heavy states of night. Do your father's spirit reign. Wieso haut er mich? Let me borrow. Berthanine, my song, my sorrow. Nö. Nein, nein, nein! Okay. Das war knapp. I noticed something strange over here. Not that Loch. It wasn't all strange. Come have a look. Das ist ein Loch, oder? That's reflected light. Ach, das ist. Hä? Do you see a light up there? Nö. Hä? We call this a flaw. It's a mistake the memory makers didn't catch. It means that this memory is definitely an implant. Okay. Ja, das sieht auch schon komisch aus da. Back then, implants were based on actual human memories and had to be edited. So if there's a reflection on the ground, they edited the ceiling. Your memo can revert the memory to what it was before they changed it. Okay. Start by scanning the ceiling. Just point your memo up and pull the trigger. Scan, press and hold trigger. Okay. Ah. Switch to the modify B. Ah, press okay. And hold the A or X button by your thumbs. Okay. Then point the flaw detected. Optimization error. Okay. Ah, jetzt drücke ich mal A. Ah, cool. Data restoration complete. Oh, da bewegt sich was. I knew it. Die Decke geht weg. This memory was edited and implanted inside your subconscious yes, mind. Sir. Jetzt kann man die Decke sehen. While the security got to the corpse before LAPD got there. I'll check in, but fängt in the meantime, use your memo to reveal more of the original scene. Okay, ich soll noch mehr. Don't worry. Das ist bestimmt auch komisch. We'll take care of you. Ja, will ich auch hoffen. Ihr habt mich gemacht. Ich bin Agro-Ami. Meine Mama hat mich gemacht. Flaw identified. Shader error. Original image Oha. Restored. So, okay. Ich muss also die Wände hier irgendwie wegkriegen. Da ist doch auch irgendwas. Das sehe ich doch hier. Das hat doch gerade geblinkt. Flaw located. Okay. Data restoration complete. Oh, ein Boden. Wenn ich schon mal hier bin, wenn ein Boden da sein muss, darf ich jetzt darüber gehen. Das ist schon mal klar. Und das ist offensichtlich, finde ich. Flaw detected. Ja. Okay. Flaw removed. Ui, 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 ui. Oh, Entschuldigung, Leute. So, okay. Jetzt habe ich die. Oh, hier empfehlen ja noch Wände. Das mit den Fußspuren, das fand ich von Anfang an schon ein bisschen komisch, dass das gezeigt wird. Ja, war mir klar. Original image restored. Da hinten kann ich nicht hin. Es fehlt nur noch diese Wand. Wasser. Sieht man da irgendwie einen Fehler irgendwo?
Naja, dieser Fehler wäre jetzt das Wasser. Flaw detected. War ja klar. So, Flaw detected. There's still more data restoration complete. Okay. I've got complete. News for you. Get over here. Ich stehe mitten in dir drinne. So. Hallo? Put a lot of effort into altering this memory. Ja, ein riesiger Raum. I spoke with security. We have bad news. The escaped replicant, the man you killed, was a human. Ja, und? Wieso? Wieso denn nicht? Ach ja, ich bin ja ein Blade Runner. Ich bin ja halb. Flaw detected. Okay. Encoded. Whoever that is created all of this so you would hate and fear that man's face. Mein Auge juckt. It looked like it worked. So. Oh, jetzt bin ich zurück in den großen Raum. Das ist wieder ein geiler Raum zum VR-Spielen. Retiring a human could bring on another prohibition. Wenn ihr findet, dass das ein geiler Raum zum VR-Spielen und ein Hashtag. Hashtag VR-Raum. We want to help you. Ich will auch so einen Raum. Well, security will make sure that the body is lost in transit, but LAPD will requisition your memory of the retirement. Ja. But since this is the only copy of the event, we can make a few changes. What? Du scheinst mir doch ein bisschen böse zu sein. Oder hast du das alles in mir implementiert? Das bin ich doch. What are you doing? Die Szene haben wir doch schon gesehen. I'm no replicant. Oh, der hat einen Kopfschuss gekriegt. Vorhin war das ein Bauchschuss. Das ist komisch, Lady, das ist komisch. Habt ihr schon was geändert? He did try to warn you. Ja, und? Hey, I found a witness. Come up here. Okay. So, hier bin there ich. There he is. Ja, Ubik. Und? Ubik, ein Graffiti. Nice tag. But it does give the police a way to find him. Mit sehr vielen Drips. You're lucky we're not off-world. Down here no one's gonna stick their neck out over just one little homicide. But if the cops can identify any of these people, they will start knocking on doors. Was macht er hier? I've updated your memo. What you change here will be edited permanently with no flaws for the police to find. Give it a try on that graffiti. Also die weißen Controller gefallen mir. Modified evidence. Graffiti writing. Details Ubik. Scan contains personal data. Federal ID records were lost in the blackout, but I'll double check any possible witnesses against LAPD's criminal files. In the meantime, use your memo to edit anything the police might use to find a name or address. I guess it's a good thing you're a Blade Runner. Good luck. There were probably more witnesses. Okay. To find them, teleport down into the alley and go. Also, so viel ich das jetzt verstanden habe, muss ich jetzt herausfinden, was passiert ist. Oder mir andere Leute, deren ihre Sichtweise in meinen Kopf implementieren, damit ich das irgendwie aufdecke. Okay, aber da fliegt was. Da auch. Hey! Das waren doch wir. Da oben steht jemand. Da blinkt was bei dem. Hey! Da oben kann ich rauf. Ah, cool. Da kommen wir wieder. Er hat's doch gesehen. Kann ich die scannen? Traceable vehicle record detected. Ah, guck mal. D
Data alteration complete. 1 von 10 Clues completed. Ich muss herausfinden, wer das alles gesehen hat. Der hat es bestimmt gesehen. Personal data ja. Identified. Alternate data created. Hä, was ist das denn? No object detected. 2 Clues. Der hat da auch übergeschaut. Du hast da hingeschaut, mal gucken. Pass auf. Die laufen jetzt gleich an mir vorbei, an ihnen vorbei. Er schaut hin und schaut denen auch hinterher. Er hat doch... Personal information detected. Jason Crosby. Randomized data placed. 3 Stück. So, wir rennen hier rüber. Gucken, ob er schaut. Er schaut zu. Er schaut zu. Citizen identified. Data replacement is complete. What are you thinking for dinner? I got a shipment. Ist hier noch irgendwas? Komm mal rein. Hat sie da hinten auch geschaut? Personal data detected. Yes. Random data now in place. That should be enough. Ich scanne aber nicht die Leute selber, sondern immer irgendwas, was man in Verbindung bringen kann mit der Person. Es war gerade eben zum Beispiel der Roboter, da die Automaten, hier der Wagen, da oben. Was war das da oben? Was gibt's hier noch? Gibt's hier hinten in der Ecke irgendwas? Die schauen da auch dahin. Personal information detected. Yes, sir. Data alteration 6 von 10. Come back to the murder scene. There's something you need to see. Ich möchte aber noch nicht zurück. Ich möchte das jetzt herausfinden. Da. Na komm. Gucken, ob hier irgendjemand vor dir laufen jetzt vorbei. Sie schaut. Sie schaut. Scan contains personal data. Tja. Alternate data created. 7 von 10. Ha! Schon die nächsten gefunden. Personal du hast auch geschaut. Identified. We're running out of time. Randomized data placed. Okay, 8 von 10. We're running out of time. Ich muss zurück. Aber 8 habe ich doch schon mal. Schnell zurück, schnell zurück. Yeah. There Hallo. You are. Yeah, here bin Good ich. News. No one here has a criminal record. But the police did ask to review this memory, and there's one detail we can't forget. Okay. There. No replicant ID. Good thing you have friends in the Wallace Corporation. I made a record for him in our replicant database. Give him his numbers. Muss ich ihn scannen? Citizen yeah. Identified. NX82376. With the body gone, no one can say he wasn't a replicant. Okay. So. Who was this guy? There's not much personal data here. Huh. No. Did you find anything interesting? Nee. Esper, analyze.
The Esper analyzes reflected light from the original image and shows us information outside of the picture. Looks like someone else was there. Okay. Oh. Incoming video call. Incoming video call. Okay. Teleport deactivated. I'm sure you recognize Neander Wallace. Come forward. Did you not recognize me? Nein, habe ich nicht. Und Richard. Wir würden jetzt stoppen, weil das sollt ihr selber weiterspielen. Wenn ich es aber für euch weiterspielen soll, schreibt es unten in den Comments rein. Ihr wollt es zu Ende sehen, dann werde ich das für euch sicherlich zu Ende spielen. Ich persönlich werde es auch zu Ende spielen, weil es fängt jetzt an, richtig spannend zu werden. Ja, aber ihr könnt es ja auch selber spielen, wenn ihr eine Oculus Rift habt. Einfach in den Store gehen, runterladen, ist umsonst. Ist ein bisschen größer, 10,13 GB. Ja. Wenn euch das gefallen hat, drückt auf den Like-Button, schreibt was in den Comments rein. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, auch andere Games, auch nicht unbedingt VR, spiele ich auch ab und zu mal, dann drückt auf den Abo-Button. Bis zum nächsten Mal, euer Agro Ami. Tschüss. Und schaut den Blade Runner-Film. Bye, bye.